Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist jetzt Donnerstag um 8:30 Uhr. Und ja, in ein paar Minuten mache ich mich auf den Weg ins Atelier für 3 Stunden. Wie immer, ich werde das vorhergehende Video schneiden, was ihr jetzt schon gesehen habt, wenn ihr dieses seht. Und ja, dann werde ich am Nachmittag mal gucken, ob die Waschmaschine frei ist. Dann werde ich noch waschen, die Wohnung aufräumen. Und sonst werde ich nichts machen heute. Aber ich nehme euch ein wenig mit und jo, bis dann. Wir sind jetzt fertig mit dem Atelier. Wir haben dort unser Video geschnitten, das ihr schon gesehen habt. Also, ich denke es mal. Und sonst ist es am Schluss noch verlinkt. Und ja, wir haben das geschnitten, hochgeladen, Thumbnail und alles gemacht. Und jetzt sind wir zu Hause, machen uns etwas zum Mittagessen. Es gibt ein fertiges Gericht mit Nudeln und ein wenig Hähnchen. Das ist dann Jana. Jana liebt das. Und dann werden wir uns ein wenig hinlegen, wenn ich Hörbuch hören und dann werden wir wahrscheinlich noch waschen und aufräumen und so weiter. Aber jetzt erstmal essen. Ja, ich dachte, ich melde mich jetzt auch kurz noch vor dem Abendessen. Es ist jetzt 5:55 Uhr und ich sitze da auf meiner Couch mit meiner Lichterkette und meine Bettdecke, weil ich habe so kalt. Ich habe so kalt. Es ist unglaublich, wie kalt ein Mensch haben kann. Ja, ansonsten fängt dann die große Essensfrage wieder an, was ich genau essen möchte und was da ist und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich essen will. Keine Ahnung, was ich heute essen will. Es ist wieder mal die große Frage. Ja, aber sonst läuft eigentlich nicht viel. Ich habe den halben Nachmittag geschlafen und habe jetzt die Wäsche übergetan, das ist auch super deutsch, die Wäsche in die Waschmaschine getan und dann, ja, muss ich mich noch darum kümmern und ja, ansonsten werde ich heute wahrscheinlich nicht mehr viel machen. Morgen kommt ein Q&A. Ich gehe jetzt schlafen, respektive ich spüre Lilly ziemlich stark. Wahrscheinlich will sie noch eine Geschichte hören zum Einschlafen. Das ist öfters noch der Fall, dass Lilly dann im Körper ist, wenn wir einschlafen. Weil sie dann als letztes noch eine Geschichte hören darf, die sie meistens nicht fertig hören kann, weil sie vorher schon einschläft. Und ja, jetzt haben wir einfach das Ritual, dass sie abends noch vor darf, meistens noch eine Geschichte hören darf. Und dann wird geschlafen. Sie ist schon ganz ungeduldig im Innen. Ich höre das dann immer. Und bin jetzt auch gerade ziemlich abgelenkt. Ja. Ich glaube, ich will sie gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich will sie jetzt rauslassen. Und dann wird einfach, ja, wird einfach der Abend ausgehen und wir schlafen dann.
gesehen habt, habe ich heute Morgen aufgeräumt, die Wäsche weggeräumt, das Bett neu bezogen und die Küche aufgeräumt. Das habe ich zwar nicht mitgefilmt, aber die musste auch aufgeräumt werden. Und jetzt war die Putzhilfe da. Und jetzt schnell. Das lasse ich jetzt, glaube ich, lieber mit einer Hand. Jetzt kann ich das, glaube ich, nicht wegräumen. So. So kann ich es wegräumen. So. Schnell das Tischchen darüber stellen. So. Ja, auf jeden Fall habe ich sehr viel gemacht. Das Einzige, was jetzt wirklich doof ist, ist, dass mein Wasser im Badezimmer da nicht mehr abfließt. Keinen Millimeter. Ja, jetzt habe ich der Verwaltung angerufen und jetzt kommt heute oder in den nächsten Tagen jemand vorbei, der das regelt. Ich sollte heute oder morgen, also heute wahrscheinlich noch ein Telefon bekommen vom Handwerker. Und ja, der wird dann das Problem hoffentlich lösen können. Hier gerade noch am Tisch. Der Laptop lädt gerade das Video, also rendert das jetzt gerade. Es geht noch 5 Minuten. Und dann wird es hochgeladen. Es ist ein Q&A, was ich gedreht habe heute, und das kommt heute noch online. Jetzt ist dann gleich Abendbrotzeit. Und noch ein kleines Update zu meinem Waschbecken. Das ist noch nicht geregelt. Er hat den Stein, den ich mal reinfallen habe lassen, hat er rausgenommen, hat aber nichts gebracht. Jetzt muss der Kanalreiniger kommen und die Rohre reinigen. Und dann wird das hoffentlich bald wieder funktionieren. Aber das wird nicht mehr heute geschehen. Das wird wahrscheinlich irgendwann nächste Woche, denke ich mal. Und das wird, glaube ich, recht eine Sache geben. Aber ja. Das sind halt Probleme, die man hat, wenn man alleine wohnt. Es ist Samstagabend um 6. Und ich habe mich heute noch gar nicht gemeldet. Es tut mir leid. Heute war ein sehr unspektakulärer Tag. Was habe ich gemacht? Ja, geschlafen habe ich sehr viel. Und ansonsten war ich jetzt noch baden und ja, Sarah war heute noch fast gar nicht vorne. Sie hat noch mit einer Freundin telefoniert. Und ja, jetzt werden wir uns wieder ein wenig hinlegen, ein wenig etwas schauen. Oder Chris möchte eigentlich noch zocken. Vielleicht zockt sie jetzt auch noch eine Runde. Und dann mal gucken, was der Abend noch so bringt. Hey, hier ist Chris. Ich mache mir jetzt gerade Abendbrot. Es gibt nur 2 Scheiben Toast mit diesem Lupinenaufstrich von der Migros. Ich weiß jetzt nicht, ob Sarah da dann Werbung hinschreiben muss. Das ist so ein Schokoaufstrich. Es ist nicht allzu ungesund.
besser als Nutella auf jeden Fall. Au, auf jeden Fall. Wir haben eben einer Freundin versprochen, dass wir jetzt auch etwas essen. Und und darum werden wir jetzt halt das essen. Wir hatten um 4 Mame Pfanne mit Hühnchen. Das liebt Jana. Sie ist die einzige, die bei uns Fleisch isst. Und ja, das hatte sie dann und ja, keine Ahnung. Jetzt esse ich das. Und dann werde ich wahrscheinlich noch ein wenig weiter zocken. Ich war nämlich eigentlich am Zocken jetzt, aber ich habe jetzt der Freundin versprochen, dass ich auch was esse. Darum mache ich das jetzt auch ganz brav. Es ist jetzt 21 Uhr. Ich habe mich heute noch gar nicht richtig gemeldet, glaube ich. Auf jeden Fall haben wir heute wieder nichts gemacht, außer ein wenig gezockt, geschlafen, gegessen und wieder geschlafen. Wir sind wirklich sehr müde und wir gehen jetzt ins Bett und beenden diesen Vlog und sehen uns morgen wieder.